Wie halten die Achterbahnen auf der Schiene? An jedem Achterbahnzug befinden sich mehrere Achsen, an denen die Fahrwerke befestigt sind. Jedes Fahrwerk besteht aus mehreren Rädern, welche alle eine unterschiedliche Aufgabe haben. Die Räder, die auf der Schiene laufen, sind die sogenannten Laufräder. Auf diesen Rädern sitzt das meiste Gewicht des Zuges, weshalb sie auch am größten sind als die anderen Räder. Auf der unteren Seite der Schiene sitzen die Upstop-Wheels. Diese halten den Zug auf der Strecke, auch wenn dieser zum Beispiel über Airtime-Hügel oder durch Loopings fährt. Die letzten Räder sind die Side-Friction-Wheels. Diese sitzen seitlich an der Schiene und halten den Zug von der Seite fest. So können Kurven und Inversionen durchfahren werden und der Zug hält auf der Strecke. Ein Achterbahnzug hat mehrere Räder, welche ihre eigenen Funktionen haben. Diese sind die Laufräder, die Upstop-Wheels und die Side-Friction-Wheels.